Was ist das? Verbannerregel Nummer 3. Erinnerst du dich an den Whiz Beach-Sumpf? Ja, aber ich werde das Ding nicht mit einem Stock anstoßen. Ich weiß, dass bei mir alles so einfach aussieht, aber... Hier ist kein Durchkommen. Schon verstanden. Ein Unterschlupf mit einem feuchten, kratzigen Strohbett. So wie ich es mag. Kinder leicht. Wenn wir nur Kinder wären. Aufgeknüpfte Puppen. Hexen mögen es schaurig. Als Kind habe ich auch Puppen gebastelt. Genau solche. Oh, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Seekers schwarzer Teich. Jetzt verstehe ich, warum sie diesen Ort Illmouth nennen. Was ist das? Anthea?
Nein, so war das nicht. Ich wusste, wer ich war, nur ich war verloren und wusste nicht, wohin ich sollte. Wann ich irgendwo hin sollte. Ergibt das einen Sinn? Die Zeit stellt den Toten Fallen. Es ist nie gerecht. Ihre Stimme war wie ein Leuchtfeuer. Das Licht in der Dunkelheit, das mich zu mir zurückführte. Und zur Welt. Ihr habt beide eine starke Verbindung. Oder werdet sie haben. Oder hattet sie. Vielleicht treffen alle drei Aussagen zu. Da ist er ja, der andere Verbanner. Seid gegrüßt. Guten Tag. Kommt, setzt euch. Es ist eine Ewigkeit her. Kennen wir uns? Natürlich. Seit eben diesem Moment und seit einem späteren. Vor Jahrzehnten. Wie dem auch sei, es tut gut, euch zu sehen, Red McGrath. Ich habe ihr unsere Geschichte erzählt. Es stört dich hoffentlich nicht. Welch ein Martyrium. Es tut mir so leid, dass ihr das durchstehen müsst. Es muss furchtbar schwer sein für euch beide. Ich hab Dank. Aber jetzt seid ihr da. Beide. Und ich bin froh. Denn ihr werdet dem nur gemeinsam ein Ende setzen können. Warum fanden wir in New Eden kaum Spuren von Ureinwohnern? Sie waren dort. Aber sie haben sich nie niedergelassen. Weise Männer und Frauen wissen, dass diese Region, vor allem die Sumpflande, verdorben ist. Habt ihr euch deshalb hier niedergelassen? Hier ist der Saum dünn und schwach, der Sumpf voller aufgebrachter Geister. Außerdem ist er abgelegen und schwer zu finden. Gute Gründe zu bleiben. Hier können wir uns verbergen und den Saum flicken. Wir müssen Anteas Körper zurückholen. Aber Sika meint, das Haupthaus sei unerreichbar, der Nebel unpassierbar. Sika hat recht. Der Nebel ist der Albtraum. Ihr meint, dass der Albtraum den Nebel erzeugt? Der Nebel ist der Albtraum. Der Albtraum ist der Nebel. Sie nähren sich gegenseitig mit wachsendem Einfluss. Der Albtraum verdirbt alle in New Eden. Sie vernebelt ihnen die Sinne und ändert ihre Wahrnehmung. Aber ihr habt den Düsterwald bereits befriedet. Eure Arbeit hat begonnen. Jetzt müsst ihr sie fortsetzen. Wer seid ihr wirklich? Wer ist Sika? Wir Verbanner sind Hexen. Ja, so viel war mir klar. Cyrodiil. Der Name kommt mir sehr vertraut vor. Natürlich, ihr seid Schotte. Vor langer Zeit einst hieß ich auch Seeker. Ein alter Freund nannte mich Cyrodiil. Kleiner Sucher, sagte er. Cyrodiil, ja. Als ich einen neuen Namen brauchte, entschied ich mich für den, den er mir gegeben hatte. Oder zumindest eine Variante, die ich aussprechen konnte. Cyrodiil. Ich finde ihn durchaus passend. Ihr habt uns hergebracht. Wieso? Ihr habt viele Fragen. Und ich habe wenig Zeit. Eure Novizin sprach davon. Es tut mir leid. Mir nicht. Bald werde ich eins mit den Bäumen sein, Wurzeln und Rinde. Aber deshalb habe ich euch nicht hergebeten. Meine Teuersten, der Pfad vor euch ist noch ungewiss. Aber wisset dies.
Wenn ihr den Albtraum besiegen wollt, müsst ihr euer Herz öffnen. Ihr müsst euch einander öffnen. Nichts darf mehr zwischen euch stehen. Euer Band muss stark sein. Der Albtraum ist stärker, wo wir auch sind. Ihrer Macht entkommen wir nicht. Das gilt für vieles auf der Welt. Die Dunkelheit, ja. Aber auch das Licht. Als ihr verstarbt, liebste Anthea, zerfielen Joiden. Doch einige haben überlebt. Sucht sie. Helft ihnen. Das wird dem Albtraum nicht gefallen. Nein. Immerhin seid ihr eine Bedrohung für seine Existenz. Und er hat Recht, euch zu fürchten. Doch er glaubt, ihr könntet ihn nicht erreichen. Er irrt sich. Es gibt eine Möglichkeit. Die Leere, ein furchtbarer Ort zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich. Sobald ihr gelernt habt, die Leere zu navigieren, könnt ihr damit die Höhle des Albtraums betreten. Aber zuerst müsst ihr die Menschen von Joiden aus ihren Klauen befreien. Was ist diese Leere? Wenn es einen Ort gibt, der unter dem Lebend- und dem Totenreich liegt, dann höre ich zum ersten Mal davon. Jetzt habt ihr davon gehört. Und gerade noch rechtzeitig. Das reicht fürs Erste. Sind wir dort sicher? Was werden wir dort vorfinden? Wer weiß, was ihr dort vorfindet. In der Leere gibt es Ebbe und Flut. Sie dehnt sich aus, zieht sich zusammen, windet sich. Sicherheit gibt es keine. In der Leere hat sicher keine Bedeutung. Doch wisset dies, sobald ihr sie betretet, müsst ihr ihr wieder entkommen. Die Leere hat an einigen Stellen Risse. Folgt den Leuchtfeuern, kommt nicht vom Weg ab und ihr werdet sie sicher passieren. Sika hat für euch einen Stimmschlüssel angefertigt, damit ihr einen Riss öffnen könnt. Verweilt dort nicht zu lange. Die Zeit ist launisch. Am Strand, als ich beinahe ertrank, ihr habt Zika geschickt, mich zu finden. Woher wusstet ihr, wo ich sein könnte? Fragt ihr eine alte Heckenhexe, ob sie weiß, was in ihrem eigenen Garten vonstatten geht? Die Wälder und Flüsse stecken voller mir freundlich gesinnter Klauen, Federn und Schuppen. Ich weiß stets, was ich wissen muss. Das ist wohl die beste Antwort, die wir kriegen werden. Es ist die beste, die ich je versucht habe zu geben, meine Teuersten. Der Albtraum im Haupthaus war mit Abstand der mächtigste Geist, der mir je begegnet ist. Woher rührte dieser Albtraum? Unerbittlicher Zorn ist ein Fass ohne Boden für rachsüchtige Geister. Aber in diesem Fall steckt vermutlich eine noch finsterere Quelle dahinter. Was wisst ihr über Deborah? Nicht viel. Ich gehe den Menschen von Joiden seit Jahrzehnten aus dem Weg. Ich weiß nur, dass sie wegen Hexerei verurteilt wurde. War sie denn eine Hexe? War sie eine der euren? Wäre das denn von Bedeutung? Sie war keine Hexe. Sie war eine gewöhnliche Frau. Ein Opfer der tiefsten Furcht der Menschen. Wir wissen, dass die Bestie mit dem Albtraum verbunden war. Aber wir wissen nicht, wie. Mithilfe der Bestie konnte der Albtraum die Siedler quälen. Die Bestie war ihr Avatar. Sie hat sicher noch weitere. Was genau sind die? Sie sind Manifestationen der Macht des Albtraums. Sie könnten auch ihre einzige Schwäche darstellen. Der Geist des Albtraums wurde durch die Gewalt ihrer Entstehung zertrümmert. Intelligent genutzt,
könnten die Trümmer der Schlüssel sein, um ihren Fluch zu brechen. Hat eine Heckenhexe zufällig was Interessantes für einen Verbanner in ihrem Garten? Immer. Und so wird es auch immer sein. Wir fanden kürzlich ein verfluchtes Objekt. Könntet ihr uns helfen, es zu reinigen? Wirklich? Und wieso gerade wir? Ja, ihr wisst ja, Zauber, Flüche, Hexen. Ich wollte euch nur necken. Es ist eine Freude zu sehen, wie ihr euch windet. Es gibt viele Wege, einen Gegenstand zu verzaubern oder einen Fluch aufzuheben. Seeker könnte euch helfen. Sprecht mit ihr. Sie ist ebenfalls neckisch. Habt Dank, Seredin. Wir hauen ab. Bevor ihr loszieht, verratet mir eine Sache. Wofür habt ihr euch entschieden? Was meint ihr? Ihr habt euch gegenseitig ein Versprechen gegeben. Wie lautet es? Wofür habt ihr euch entschieden? In dieser Welt zu bleiben. Viele leben für eines. Ein teurer Tausch. Ich gab ein Versprechen. Und ich werde den Preis bezahlen. Ich urteile nicht über die Abmachung, doch ich mache mir Sorgen darüber, was es euch kosten wird. Der Stimmschlüssel liegt auf dem Tisch. Er wird euch in der Leere beschützen. Seeker wartet am Teich, um euch den Weg zu weisen. Das Spinnrad sieht komisch aus. Webt ihr damit? Selbstverständlich. Ich webe Essenzen, Red McGrath. Nehmt euch, was ihr benötigt. Es fühlt sich unnatürlich an. Gefährlich. Das Leben als Verbanner hat natürlich nichts mit Gefahr zu tun. Verbanner, beim Teich.
Saradin hat uns diesen Stimmschlüssel gegeben. Jetzt weiß ich, wie euer kleiner Trick mit dem Verschwinden funktioniert. Es ist kein Trick. Wir brauchen das zum Überleben. Viel zu viele Mistkerle da draußen würden uns lieber tot sehen. Was wir also auf der anderen Seite der Insel gesehen haben, war ein leeres? In der Tat. Ihr werdet ihn auch benutzen. Aber diesen hier nicht. Noch nicht. Etwas weiter weg befindet sich ein weiterer. Am Ende einer Höhle. Benutzt den. Fürs Erste. Dieser hier ist etwas Besonderes. Er ist die einzige Möglichkeit, nach New Eden Town zu gelangen, nachdem die Brücke niederbrannte. Wir könnten jetzt gleich nach New Eden zurück? Warum solltet ihr das tun wollen? Der Albtraum ist mächtig. Er hat New Eden eisern im Griff. Wenn ihr ihn im Rest der Region schwächen könnt, ist es möglich, dass ihr den Riss durchqueren könnt, ohne dabei ums Leben zu kommen. In Ordnung. Wir haben es verstanden. Ihr habt euren Stimmschlüssel. Verliert ihn nicht. Euer Leben hängt davon ab. Das sollte kein Problem sein. Wenn ihr den Riss durchquert habt, gibt es kein Zurück mehr. Geht weiter und blickt nicht zurück. Wir fanden einen verfluchten Gegenstand. Einen Gegenstand? Was für ein Gegenstand? Eine Truhe. Verschlossen und offensichtlich verflucht. Ein Fluch kann verschiedene Dinge bedeuten. Was ist eurer Meinung nach geschehen? Wir fanden sie in der Wildnis. Jemand hat wohl zum Schutz einen Geist an sie gebunden. Ah, ich glaube, ihr habt eine Truhe gefunden, die Viergott gehört. Wer bitte? Viergott Waterbury. Hiesiger Geistlicher. Einsiedler. Vor Jahren gestorben. Auf meinen Streifzügen bin ich des Öfteren seinem Geist begegnet. Verrückter alter Mann. Aber relativ harmlos. Stand er auf verfluchte Truhen? Viergott Waterbury hatte Talent und das hat er dafür benutzt, Dinge wegzusperren. Dinge, die er als zu gefährlich für die Welt erachtete. Eine Truhe. Wie viele hatte er denn? Ich habe nicht gefragt und er hat nichts gesagt. Aber es ist mehr als eine. Vermutlich sind es viel mehr als eine. Er hatte ein Faible für Schmuck, den er wegsperrte, um ihn sicher aufzubewahren. Warum? Viergott Waterbury glaubte, dass irgendetwas in New Eden die Menschen für Okkultes begeistert. Er lag damit nicht falsch. Wie bekommen wir sie auf? Warum wollt ihr sie öffnen? Das ist Dämonologie und ich will damit nichts zu tun haben. Selbst wenn der alte Viergott nicht der Schlimmste war. Aber Viergott Waterbury, als er noch am Leben war, erzählte mir einst, dass sein Brevier ein Ritual der Freilassung beinhalten würde. Habt ihr dieses Brevier? Nein, aber ich weiß, wo ihr es finden könnt. Er verbrachte seine letzten Jahre in Abgeschiedenheit tief im Düsterwald. Geht vom Jägerlager aus Richtung Nordosten. Folgt dem Pfad nach Osten, bis ihr nach Süden abbiegen könnt. Seine Hütte stand dort auf einer Lichtung. Da ihr manchmal vergesslich seid, werde ich es für euch niederschreiben. Leerwandeln. Könnt ihr mir mehr darüber verraten? Ich springe damit von einem Riss zum anderen, so wie Cyridine es mir beigebracht hat. Ich verweile dort nicht. Und das solltet ihr auch nicht. Wieso nicht? Die Leere ist unbekanntes Terrain. Cyridine kennt vermutlich die Antwort, aber rückt sie nicht raus. Das ist ein böses Omen. Äußerst böse. Ich bin neugierig. Was ist eure Meinung über den Albtraum? Ich denke, der Albtraum wurde durch die Verbrechen unserer Vorväter geboren. Und auch durch unsere eigenen Sünden. Bewundert ihr sie? Ich fürchte mich davor. Aber ich akzeptiere seinen Zorn. Wie ich auch den Regen akzeptiere. Und New Eden hat die Flut sicherlich verdient. Erzählt mir mehr über euch, Seeker. Wie soll ich das höflich ausdrücken? Nein. Also, wer ist Deborah? Ich kenne keine Deborah. Ich glaube, ich habe noch nie eine Deborah gekannt. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Ja. Ich liebe ja unsere netten Gespräche über den Saum. Damit ich das richtig verstehe, wir suchen also nach einem Brevier, das einem Dämonologen gehört, den Seeker nach seinem Tod getroffen hat?
Und das alles, um zu lernen, wie man verfluchte Objekte von ihren bösen Geistern befreit? Vergiss nicht Balthasar Frenhofers Lehren. Effizient, adaptiv, versatil.